Huch, ein grüner Falter. Ein Serviettenfalter, die sind sehr selten. Die nisten sich meistens im Ikea ein. So, weißt du was? Hier, wäsch die Wolle. Und auch die Wolle wäsch. Ich bin eh wieder voll. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt wollte ich nach unten laufen. Ah, so einen Ofen kann ich mir auch immer wieder machen. Aber Wolle, die kann man sich nicht immer wieder machen. Das ist technisch unmöglich. So, haben wir hier oben noch Wolle. Die Glowstones holen wir uns natürlich später. Wer schmeißt denn hier seinen Müll auf diesen denkmalschutzigen Berg? Uah. Werde ich wohl noch ein bisschen abtragen müssen oder den Berg wieder künstlich reparieren. Das, was ich früher da weggenommen habe. Boah, Alter, ich dachte gerade. Uah. So, sollte hier nicht da, liegt Wolle und Erde, siehst du mal. Und hier war ursprünglich noch ein schöner Wasserfall von da oben. Ach, das war schön, als das noch die Toilette Gottes war. Gerade breit genug für die Wurst, TM. Hab's nicht vergessen. So, jetzt haben wir da oben nur noch eine kleine Ruine, die uns daran erinnert, dass da einst mal der Wolkenpalast so stand. Und die Ruine werden wir auch bald wieder austauschen, fürchte ich. Ich würde ja gerne gucken von irgendwo. Ach, da. Der Wolkenpalazzo ist so gut wie weg. Die Glowstones, die werde ich noch mit der Glücksspitzhacke wegbauen. Ne, nicht mit der Glücks, sondern mit der anderen da. Habe ich vergessen, welche. Obwohl, Glück wäre auch nicht schlecht. Geht das mit der Glücksspitzhacke? Ich glaube nicht, dann kann man, sich ja unendlich Glowstones herstellen. Aber mit der Behutsamkeit werde ich die wegkloppen und dann den Rest Wolle auch mal wegholen. Ich guck mal ganz kurz, habe ich die Behutsamkeitsspitzhacke gerade zufällig am Start. Die Wolle, wo war die Wolle? Hier oben war die Wolle. Die lege ich natürlich auch gleich mal rein. Wupp, 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 wupp. So. Okay, Behutsamkeit. Behutsamkeit. Zack. Da haben wir sie. Jetzt brauche ich Derpy nochmal, denn wir fliegen jetzt da oben hin. Dann hole ich hier Glowstones da weg, das ist ein bisschen einfacher. Und dann haben wir den Palast gleich ganz abgerissen. Keine halben Sachen mehr. Denn erst wenn es soweit ist, dann sind wir quasi in dem Zwang, dass wir da oben wieder was Vernünftiges hinbauen, also was anderes. Das war Nummer 1. Muss ich ein bisschen fangen spielen. So. Im Flug dauert alles ein bisschen länger. Da dauert das Zerkloppen so lange wie mit dem Schwimmen gehen. Und wir haben, glaube ich, keine besondere Effizienz auf der Spitzhacke. So. Damit hätten wir das. Ach, Derpy singt schon wieder. Die macht immer Sachen, die Kleine. Ja. So ein braves Pony. Ich glaube, sie mag die Aussicht hier. Deswegen singt sie gerade. Ja, gefällt dir? Ja, ja, ja. Ach, ist das süß. So, die Glowstones haben wir somit weg und jetzt noch ganz kurz. Das hört sich irgendwie bescheuert an. So, dann haben wir die Wolle hier auch weg und eigentlich müssten wir die Cobblestones da unten auch wegräumen. Der Baum hier, der wird leider, es tut mir leid, aber den können wir nicht mehr retten. Der ist jenseits von Gut und Böse und den hat auch ein Enderman schon geschändet. Und wir haben ihn damals noch in der Alpha malträtiert. Also, insofern ist das eigentlich nur legitim, wenn wir ihm jetzt ein friedliches Ende gewähren.
und dabei seine Blätter zerstören auch. Um an das Holz zu kommen. Das gute Alpha-Holz. So, was haben wir denn hier an Scheiße drin? Ah ja, jede Menge Scheiße, das ist natürlich gut. Dann fliegen wir nochmal ganz kurz hin und zurück. Hier ist noch eine Fackel. Na. Hallo? So. Und da sind auch Fackeln. Ich glaube, die habe ich dann mit der Treppe gemacht oder so. Das können wir später auch wegreißen. Jetzt erstmal bringen wir das Zeug da runter und dann holen wir uns noch die Kiste. So. Lalala, da, 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 da. So, 6 Wolle haben wir auch noch. Die Glowstones behalten wir im Inventar noch für die Brücke. Ein Ei haben wir wieder aus Versehen mitgenommen. Für das Ei laufe ich natürlich jetzt extra hier rum und lege das da brav ordentlich ab. Und da hat man tatsächlich gerade noch... Wir haben hier noch ein bisschen Kohle übrig hier gerade. Das war die Wolle. So. Huch. Was machst du denn hier, Derpy? Ist nicht so spannend hier. Tut mir leid. So, hat sich bestimmt gewundert, was ich hier mal mache, aber... Das Kisten, dieses Kistenhangeln ist ja jetzt echt nicht so. Hier geht's übrigens runter, ne? Tschüss. So, da haben wir Kohle drin. Da haben wir auch Kohle drin. Da haben wir auch Kohle drin. Da haben wir keine Öfen. Da haben wir auch Kohle drin. 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 Verdammt, wir haben überall Kohle drin. Gut, dann lege ich die einfach, jetzt lege ich den einfach mal hierhin ab. Ach, die kann ich auch mitnehmen. Und die Dingensspitzhacke, die lege ich natürlich dann wieder hier hin. Die Behutsamkeit, die brauchen wir später mal wieder für einen Rohstoff-Raid, sozusagen. Töppi! Komm! Wir müssen leider noch die Truhe da oben ausräumen. Huch, aua, ich bin gerade voll mit dem Kopf gegen Flügel. So, wupp, 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 wupp. Und schon wieder voll und... Ach, Rinsen. Das war ja eh nur Sprengpulver. Die Kiste würde ich gerne mitnehmen. Also fliegen wir nochmal hin und her und müssen leider dann den Kram nochmal abladen. Au, ah, hat mich gerade voll abgeworfen. Nee, früher oder später hätten wir das ja eh alles aus der Truhe holen müssen. Habe ich alles irgendwie da oben? Ich muss da auch mal einzelne Kisten für machen. Dann haben wir noch 32 Saplings, die wir natürlich für den Wald sehr gut gebrauchen können. So, lege ich erstmal hier in die Truhe. Dann haben wir 35 Federn. Ich weiß gar nicht, warum habe ich dann 35 Federn da oben reingelegt? Wollte ich mir Pfeile machen? Habe ich mir damals ernsthaft noch Pfeile gemacht? Oh, Alter. Mal ganz kurz anders hinsetzen. So. Derpi. 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 Au. Natürlich, war ja klar. Immer im Wasser. So. Den Cleanstone muss ich da auch weghauen. Den habe ich künstlich da hingelegt. Ich erinnere mich gerade wieder, dass der nicht vom Berg stammt. So, das war die Truhe. Und ich... komm, Derpy, ich lasse die mal da unten lieber frei. Ich habe nämlich Angst, dass sie vom Berg springt und dann hat sie es ausgedörbt. Weißt, wenn das eine Auge wieder wegwandert oder sich so nach hinten in den Kopf reindreht. Oh, Vorsicht! Weep, 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 weep
Lang kann ich das Geräusch nicht mehr machen. So, das hier war das Fundament, was ich ja damals für den Wolkenpalazzo gelegt habe. Deswegen haben wir das ja auch künstlich angehäuft. Damals habe ich irgendwie noch anders gebaut, glaube ich. Heute mache ich ja alles mit Terraforming. Und damals habe ich immer alles irgendwie nur drauf gebaut. Boah, nicht runterfallen. Da habe ich immer noch einen heiden Respekt vor der Höhe hier. So, da bin ich mal gespannt, was wir dann letzten Endes hier draufzimmern werden. Guck hier, die ganzen Lücken habe ich mit Cobblestone ausgefüllt irgendwie. Ist ja schon irgendwie niedlich, der Vergangenheitsgronk. Naja, da kann ich ja gleich wieder ein bisschen nostalgisch werden. Dann habe ich irgendwann angefangen, das gegen Cleanstone auszutauschen, weil Cleanstone ja irgendwie... Oh, Gott sei Dank. Weil das beim Palazzo ja irgendwie besser aussah. So. Gleich ist der Berg wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Fast als hätte es uns nie gegeben, leider nur fast, weil wir, ich sag mal, die Spüle hier, den Darm ein bisschen erweitert haben. Vorgedehnt sozusagen. Jedenfalls, wird man bald von uns hier oben kaum eine Spur noch sehen. Und dann wird es Zeit, das von uns überlegen. Ich glaube, ich werde tatsächlich... Ich glaube, ich werde tatsächlich so einen alten Aussichtsturm, so einen verrotteten, verwitterten Aussichtsturm machen. So, wo habe ich denn... Ich habe gar keine Erde, doch da habe ich 64... Ach, ich lasse den Teich lasse ich erstmal, den sieht man ja auch nicht unbedingt. Das hatte ich, glaube ich, künstlich gemacht, ne? Diesen Aufstieg hier. Aber ist jetzt erstmal egal. Genau wie diesen anderen Aufstieg hier. Diesen hier. Derpy wartet brav da unten. Tja, Freunde. Der Wolkenpalazzo ist jetzt endgültig Geschichte. Manu, jetzt bin ich ein bisschen depri. Boah, wie kahl das jetzt da oben aussieht. Guck mal. Karl der Käfer wurde... Der wurde nicht mal gefragt. Naja, aber ich bin sicher, mit einem schönen Aussichtsturm kann man das dann wieder einigermaßen gerade biegen. Ich, hoffe zumindest, er wird besser gefallen als dieses ewig unfertige Wolkenpalazzo. Der schon seit 3 Jahren irgendwie nicht fertig ist. Huch. Wieso habe ich Derpy jetzt eigentlich weggebracht? Ich brauch dich doch. Ich brauch dich, Derpy. Ich brauch dich doch. So. Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Mist, ich habe mir ja nichts zu trinken bereitgestellt, wo ich heimlich dran nippen kann. Ohne dass ihr es merkt und dann zu überhaupt nicht trinke, nicht im Let's Play. Aber bei so längeren Sessions mache ich das dann ja schon doch, weil sonst kriegst du ja so ein Pappmaul, wie ich gerade auch habe. So, hier haben wir schon gut Cobbles rausgeräumt. Schade, dass jetzt wieder welche nachrutschen, aber was willst du machen? Die nehme ich nochmal mit auf den 48er-Stack, zack. Und ansonsten, was kann ich weglegen? Da habe ich noch 2 Kisten, 2 Truhen. Hier habe ich ja eh alles schon voll mit Truhen. Da lege ich die erstmal hier rein. Ansonsten kann ich den Rest eigentlich auch drüben brauchen, weil wir sind ja immer noch nicht fertig. Das muss ja auch nochmal alles wegreißen. Mann, 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 M